besser geht's ja nicht. Ein wunderbarer Abend mit herrlichem Wetter. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Florian Schmitz-Sommerfeld und freue mich sehr drauf, zusammen mit meinem Kollegen Jan Platte für euch am Mikro zu sitzen. Und heute haben wir ein echtes Topspiel. Big Trouble gegen die Football Pies. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Das verspricht eine Menge. Diese beiden Mannschaften im direkten Duell, ja, das kann eigentlich nur großartig werden. Ach, schön reingehauen. Ja, das sind einfach gute Laufwege. Immer jemand frei. So, und der Torwart ganz entspannt sieht. Nee, nee, das Ding geht nicht rein. Gute Sorge. Das zeichnet Top-Leute zwischen den Stangen einfach aus. Lockman, Ballverlust von den Football Pies. Und so sehen die ersten Elf von Big Trouble aus. Im Tor Marc-André Ter Stegen. Antonio Rüdiger spielt mit Manuel Akanji in der Abwehr. Und vorne drin steht ein Duo im Sturm. Diogo Dalot. Der Abwehr ist voll, da holt sich den Ball. Da wäre Platz zum Flanken. Jetzt gibt es hier die Ecke. Der ist kurz gespielt. Wir kommen hier gleich die nächste Ecke. Der Platz bringt die Ecke. Ball beim Aus, gibt Abstoß. Kai Osaka. Ja, die Football-Preis geben den Ball hier ab. Ja, der Ball gar nicht verkehrt. Ja, sah erst nicht schlecht aus. Große Gefahr ist es nicht. Kai Osaka. Das muss es fast sein. Ist das jetzt die Führung? Und das ist es. Da ist das 1:0. Also, das 1:0 haben wir gesehen. Mal schauen, wie es weitergeht. Und sie kriegen den Abstoß. Swanson. Ja, gute Übersicht. Ja, dann können sie klären. So, jetzt haben alle erstmal Ruhe, Ball rausgefaustet. Marc-André Ter Stegen. Aitana Bonmati. Der Ball ist leicht verzogen zum Einwurf. Und dann verlieren sie den Ball. Jetzt wird es richtig gefährlich. Allein auf dem Weg. Ter Stegen mit einer Riesenparade. Ter Stegen. Den gut abgefangen, den Ball. Weg der Ball. Hat sich durchgesetzt, gefährlich. Oh, Ballbesitz? Nee, da haben sie beide keinen Bock drauf gerade. Lässt den Ball gut laufen. Und lässt das Ding fliegen. Und da ist das Tor. Jetzt sind sie mit 2 im Front. So, und dann haben wir es offiziell. Neuer Spielstand 2:0 und dann Schluss. Der ist für Rodrigo. Ja, sehr gutes Tackling. Holt sich den Ball. Remy Junior. Zum Torwart. Sehr gut gehalten. Graham Hansen bringt den Eckball. Nicht gut geklärt. Immer noch heiß. Und das war's. Wir sind durch mit Halbzeit Nummer 1. Kurze Pause für beide Teams. Thank you.
So, Big Trouble hat große Schwierigkeiten gehabt im ersten Durchgang. Mal gucken, ob es besser wird in dieser zweiten Halbzeit. Und für Rodrigo. Oh, der war wichtig. Ja, und er hat jetzt mehrere Optionen, wo er hinspielen kann. Boah, die Abwehr ist gerade noch so da. Das war gefährlich. Das ist die Chance, ihn nochmal mehr anzubringen. Und der passt nicht, aber das war die dicke Chance. Die Tür ist noch offen durch solche Spielzüge. Aber Jan, jetzt muss es dann auch mal scheppern. Also weit offen ist sie definitiv nicht mehr. Vor allen Dingen dann nicht, wenn du solche Möglichkeiten nicht nutzt. Und da ist sie durch. Das ist ihre Chance. Ja, diese Chance lebt immer noch. Und das nächste Tor. Junior macht sich bereit für die nächste Aktion. Benoit. Lavelle. Und da schmeißt er sich rein und nimmt diese Riesengelegenheit weg. Aitana Bonmati. Schickt ihn in die Tiefe. Jo, geht hier kein Risiko ein. Haut das Ding weg. Gefällt mir sehr gut, wie sie sich hier freilaufen. Nicht drin. So, Wechsel steht an. Dann. Ja, und da haben sie den Ball. Die Fans wollen endlich den Abschluss sehen. So, Ecke. Sie bringt die Ecke in die Mitte. Ohne Probleme gehalten, Torwart ist da. Also der Chancenzettel ist bei mir reich beschrieben, aber was haben sie daraus gemacht? Viel zu wenig. Beste Möglichkeiten, ganz häufig liegen gelassen. Deshalb sind sie hinten. Und was eine Gelegenheit jetzt. Ganz harter Schuss, aber ich glaube, das war in der Szene nicht der richtige Abschluss. Also wird noch mal ein bisschen rotiert. Vier Optionen da, kann ich es aussuchen. Wo spiele ich hin? Graham. Sehr früh gesteuert und der Ballgewinn. Der Schuss könnte was werden. Ist raus aus der Gefahrenzone. So, und jetzt drücken sie das Gaspedal durch. Die Abwehr braucht das. Das ist eine dicke Chance. Und was für ein wunderschönes Tor. Sie packt einfach mal den Volley aus. Aitana Bonmati. Perfekt verteidigt. Nach eigenem Tor. Fünf Minuten sind noch zu spielen. Sieht gleich nach einer dicken Gelegenheit aus. Und die machen hier wirklich noch eine. Es ist inzwischen eine absolute Schaulaufe. Ah, den Pass hat sie gut geahnt. Und was für eine Chance. Gehalten, aber Ball noch nicht sicher. Sie haben dieses Duell deutlich gemacht.